Einen wunderschönen guten Tag in Sangenlin. So, wir werden gleich unsere Sauerstoffflaschen auffüllen. Noch einmal jetzt reinknibbeln. Bitte. Damit ihr mal fleißig schmelzen kann. Rest geht doch wieder drin. Jetzt zack, die auch. Guck mal. Kommt dann langsam. Und Kohle geht erstmal darin. Wir wollen zum nächsten Gegnerstützpunkt. Damit wir es hier nach und nach mal abgearbeitet kriegen und auch weiter ausgebaut kriegen. Rüstung hatten wir auch schon eine bessere, ne? Ja, ja, gut. Ist jetzt nicht die Non-Plus-Ultra-Rüstung, aber besser als keine. So, warte mal. Wie? Nimm den mal raus. Hocken den Dorn. Jupp. Dann haben wir zumindest eine volle. Dann machen wir den Rest auch mal voll. Ich drück doch F. Das gute F. Ich weiß, mittlerweile kann man auch die Tastenbelegung ändern. Ich bin bis zu voll. Irgendwann gewöhne ich mich schon an das F. Ja. Vor allem, wenn ich jetzt alles ändere, muss ich mich in CFDS auch wieder umstellen. Und ey, das muss ja nicht sein. So, dich machen wir auch voll. Was haben wir? Ach, wir haben noch Zeit. Wir können sorgen. Oh, ein bisschen auf die Zeit achten, damit wir nicht im Dunkeln sind. Oh, das geht noch. Oh ja, wird auch nicht relativ schnell dunkel. Nee, die Zeit vergeht doch, ja. Okay. Vielleicht machen wir auch es hier was. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Zum Beispiel die Waffen. Dingsebumse. Wollen wir ja auch noch? Eb. Ja, ich glaube, wir gehen am nächsten Tag los. Wir machen jetzt erstmal bis zur Nacht, dann gehen wir rechtzeitig schlafen. Und dann können wir am nächsten Tag gleich los. Mal abgesehen davon, dass ich hier ja auch nach und nach mal alles gegen Eisen austauschen möchte. Damit wir mal diesen verrosteten Gedöns hier wegkriegen. Zack, so, alle voll. Alle voll, das ist doch schön. So, aber nochmal einmal kurz gehen. Die Rüstungsdingsbums hatten wir. Ist die das? Ist das die, ne? Jo, ich bin überlegen, den Waffentisch hier hinzustellen. Ich glaube, raufkommen sie in der Regel eigentlich nicht mehr, ne? Mö. Gucken wir erstmal, ob wir den überhaupt schon bauen können. Ich glaube schon. Dafür brauchen wir erstmal Strom. Hier ist das Waffending. Ofen haben wir, ja. Uns fehlt definitiv den. Ja, ich glaube, wir bauen erstmal den. So, einmal nach oben. Die Eisenbohren haben wir auch für jeden voll. 10 Komponenten und Schrott sollten wir auch haben. 10 Komponenten. Nicht, das will ich jetzt nicht. Doch, nimm mit, mein Freund. Ich gucke jetzt aber erstmal nach dem Schrott, bevor ich jetzt alles einstecke. Jo, haben wir. Sestemo. Gut, ich brauchte nur 15. Den gib mal her hier. Moment. Hau erstmal rein. Wir nehmen gleich die 4 mit. Den kannst du hier noch einmal wieder voll machen. Uns geht das Eisen jetzt zu neu, gell? Okay. So, die hauen wir rein hier. Dann nehmen wir die mit. Den Rest packen wir auch gleich wieder rein. Dann bauen wir mich jetzt den Waffentisch. Ich glaube, den stellen wir hier hin. Sollte gehen. Ich will eigentlich ungern was an den Außenwänden, aber dass wir jetzt so darum gebaut haben, sollte es eigentlich gehen. Die Waffen wegbauen. Da haben wir sie doch. So. Klappt zwar nicht, dass wir anständig was an Waffen bauen können, weil uns noch Teile fehlen, aber gucken wir mal. Doppelläufige, okay, könnten wir wahrscheinlich bauen, aber gut sein soll ja die Deck. Die ist ein bisschen wie eine Desert. Da fehlen uns aber definitiv noch die Teile. Mauserpistole, kaputte GP20, kaputte PM, das haben wir schon ein paar Mal gefunden, ne? Ist an sich gar nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob wir das hier bauen können. Müssen wir gucken, was für Teile wir haben. Gucken, schauen wir. Ja, so Kleber und so haben wir. Ich weiß aber nicht, ob wir genug Waffenteile haben. Aber das werden wir jetzt sehen. Die haben wir hier, ne? Jupp. Ah, doch. Ich glaube, die können wir bauen. Waffenteile. Auch wenn sie vom Schaden her, glaube ich, nicht das Beste ist. Wir brauchen noch einmal Klebeband. Aber wenn ich es mal so vergleiche, unsere Armbrust hat 42, der hat 40 und die Waffe hatte 36, glaube ich. Aber sie schießt, glaube ich, schneller. Natürlich macht sie mehr Schaden, ne? Werden wir sehen. Die können wir auf jeden Fall bauen. Sehr schön. Und die braucht, glaube ich, Pistolenmunition. Jo. Wir werden sie einfach testen. Zack. Den Eisenbohren. Warte mal. Wir können auch einmal nachpocken. Wir brauchen ein neues Eisen. Zwar ganz dringend. Haben nur noch einen. Die kannst du auch erstmal reinhauen. Sortier ordentlich.
Den Rest packen wir auch wieder weg. So, hau rein. Und ich muss gleich mal gucken, wie man Pistolenmuni herstellt. Ich weiß es nicht. Das werden wir gleich sehen. Da habe ich mich noch nicht beschäftigt bis jetzt mit. Weil ich mal mit einer Kugel kommen wir ja jetzt auch nicht weit. So, hauen wir die Waffenteile wieder rein. Und das wieder rein. Pistolenmunition. Machen wir die hier oder müssen wir die erst erforschen? Oder machen wir die am Waffentisch? Ich muss ja echt gucken. Aber irgendwie muss es ja gehen. Irgendwie muss es ja gehen. Ne, hier sind nur Waffen selbst. Okay. Ziehe denn vielleicht Pistolenmuni zum Erforschen? Schwarzpulvermunition ist es definitiv nicht. Schwarzpulver, okay. Ich glaube, wir müssen das Ding auf Stufe 3 bringen. Okay, nun Translation Fall. Okay, das hat, der Text hat noch keine Übersetzung. Okay, aber Schwarzpulver lässt sich machen. Ich glaube, da kümmern wir uns erstmal drum. Und dann nachher um die Pistolenmuni. Warte mal. Wir haben doch. Ich glaube, was haben wir drüben drin? Wir brauchen erstmal Kohle. Das haben wir alles hier, ne? Nehmen wir 40 Kohle mit und davon ein bisschen mit. Dann forsche einmal kurz Schwarzpulver frei, mein Freund. Danke. So, wo haben wir jetzt Schwarzpulver? Hier? Hier? Gute Frage. Wo? Hier? Hier. Okay, dann machen wir alles, was geht. Wir brauchen zumindest mal unsere ganze Kohle. Hier nimmer. Gut, davon haben wir gar nicht mehr. Wir brauchen mehr Schwefelerz. Aber es ist zumindest schon mal ein bisschen, ne? 19 Schwarzpulver ist eigentlich nicht viel. Packe ich aber auch erstmal mit drin. Sehr schön. Und ich glaube, das Ding müssen wir jetzt auf Stufe 3 bringen. Okay, das können wir knicken. Wir haben noch keinen Kupfer. Okay, so schnell, wie ich gerne würde, kommen wir nicht voran. Ich hatte aber auch gehofft, dass die Muni hier mit Zwischen steht. Tut sie aber nicht. Mö. Aber immerhin. Immerhin sind wir schon mit angefangen. Gut, dann machen wir in der Zwischenzeit einmal unsere Fischfolle leer. Das kriegen wir auch hin. Dankeschön. Dann können wir uns noch ein bisschen was zu essen brutzeln. Ich mach die Tür zu. Guck mal, den kannst du essen. Hast eh Hunger. Hau rauf. Geschön. Wir noch was Ruhes. Ah, auch hier eine Menge Ruhe. So ist es nicht. Der ist auch leer. Ja, der ist so gut wie leer, jo. Gut, wollen wir unseren Eimer? Oben, ne? Während wir nebenbei ätzen, brutzeln, füllen wir einmal kurz das Ding auf. Und wir gehen am nächsten Tag da hinten hin. Definitiv. Vielleicht mal ein bisschen Ausschau halten. Da ist das nach Kupfer. Wäre auch nicht verkehrt, damit wir doch wo der kommt. Nicht den Hammer, den Eimer. Das wäre absolut nicht verkehrt. Der brutzelt noch. Macht Tür auf. Dankeschön. Geht euch das aus so, dass ihr ständig mit den Tassen durcheinander kommt? Ich meine jetzt ohne die Tassen zu ändern. Mit der Standard-Tassenbelegung durcheinander kommt. Sagen wir es mal so. Kippel drin. Ah, Holz hat er noch. Gott sorgen. So. Ein bisschen, die ist auch fertig mit Köcheln. Das ist gut. Horren. So, Moment. Essen nehmen, Essen reinpacken. Dann kannst du weiter brutzeln. Dann brutzeln wir uns ja jetzt mal nebenbei ein bisschen. Muss ja auch mal gemacht werden. Wir waren jetzt so oft unterwegs, dass wir das hier alles komplett vernachlässigt haben. Dass wir hier mal ein bisschen was tun müssen. So, kipp ebenfalls rein. Damit er da mal wieder Wasser abkochen kann. Hm? Auch wenn wir jetzt genug Essen und Trinken haben, so ist es nicht. Aber trotzdem. Hier ist noch Doppel. Und nicht wundern, warum ich ständig die Tür offen zumache. Ich habe Angst auch um einen Angriff. Und ich will die nicht in der Bude haben. So, hier ist er fleißig bei. 2 hat er schon abgekocht, 3 hat er noch drin. Der braucht gleich neu Holz. Der auch. Mhm.
Fischfalle ist hier auch echt suboptimal. So, Keeperin. Ja, er ist fleißig dabei. So, warte mal. Nimm mal kurz oder erst meine Freund, pauk den nächsten rauf. Ich kann es auch schon mal wegpocken, hier die zwei fertig gebrutzelten. Den holen wir uns einmal kurz Holz. Ein Biesle. Packen die zwei hier nochmal voll. Ich muss hier ja nur auch weiter brutzeln, ne? Schön. Schön, schön, schön. So. Ein bisschen Wasser brauchen wir noch. Und den haben wir auch fast wieder. Nacht. So, Kupfer vermute ich mal finden wir größtenteils auf den einzelnen Inseln. Da ich aber natürlich alles durchmachen will und auch nicht die Hälfte stehen lassen will, hängen wir vielleicht ein bisschen hinterher, was Materialien betrifft, aber irgendwann kommen wir zum Kupfer. Das hat ja alles keine Eile. So, hier küchelt der Grotte letzten ab. Das heißt, zwei Eimerchen passen noch rein. Das ist doch gut. Flipp. Dankeschön. So, jo, den haut er voll. Nimm mal Essen runter. Pock den nächsten rauf. Und nebenbei köcheln wir den auch mal ein bisschen. So, Keeperin, den haben wir voll. Den packen wir da weg und ich will nochmal was gucken, weil ich meine, wir hatten schon mal irgendwo Munition eingesammelt. Vielleicht täusche ich mich da aber auch. Also ich meine fertige Munition. Die geht erstmal hier wieder mit drin. Hier, hau rein da. Danke. Dann kommt die wieder nach unten. Müsste ich mal gucken. Ja. Gut, das ist Schwarzpulvermunition. Hier, Pistolenmunition. Meine ich doch. Immerhin 23 haben wir. Den wollte ich auch nicht haben. Der kommt doch rein. Die Axt nehmen wir natürlich mit. Die brauchen wir. Jetzt wird es langsam dunkel. Zumindest können wir sie ganz nutzen. Ja, 12 Kugeln hat er drin. Ich meine, das ist wahrscheinlich nicht die beste Waffe, aber man kann es ja probieren, ne? So, das Vogelfleisch geht auch rein. Also wir haben ein bisschen was. So ist es nicht. Ein bisschen was Fertiges, Gebrutzeltes. Jo. Holzkohle haben wir auch jede Menge. Das ist auch nicht das Problem. Sobald wir es erforscht haben, können wir auch neu machen. Das kriegen wir schon hin. Jetzt wird es auch langsam dunkel. Jetzt will ich nochmal gucken, ob wir das Boot wirklich leer haben. Ja. Okay, dann können wir gleich schlafen gehen und am nächsten Tag geht es dann gleich in aller Frühe los, damit wir mal was schaffen. So, einen würde ich gerne noch raufpocken. Also beäugle ich ein bisschen hier. Dekon rin. Der ist full. Yep. Dim, dim, komm, brutzel etwas schneller, mein Freund. Du weißt doch, Steak ist ein bisschen halb durch. Nicht ganz durch, aber auch nicht rau. Halb durch, es ist halb durch, danke. So, schmeiß hier drin. Haben wir auch schon 3 Stück. Die hauen wir erstmal hier drin. Der alte Kohle nochmal weg. Schlafen gehen. Danke. Wenn wir schon schlafen können. Ich glaube, 19 Uhr oder so waren wir schlafen. Ja, noch nicht ganz, aber ist gleich soweit. Und wenn wir dann ja später genau Eisen haben, Kupfer brauchen wir noch ein bisschen, Schweifel brauchen wir auch noch, wir brauchen ja nicht alles im Moment. Wir werden auf jeden Fall, jetzt gleich erstmal, hier war die Schule und hier war, glaube ich, der Stützpunkt, da wollen wir hin. Komm, sieh zu, ich will schlafen, schlafen. Jetzt, geht doch. Man muss immer erstmal meckern, dann klappt das. Jo, mein Freund, hier trinken Schluck, trinken zweiten Schluck. Haben doch genug drin. Warte mal, ess einmal den da. Und kannst noch einen zweiten futtern. Bitte, der bist du auch voll. Wir hauen nochmal eine Bulette rauf auf den Grill. Das heißt, nächstes Mal da was. Sehr schön. Kohle weg und wir gehen los. Dem. Zack. So, rauf aufs Boot. Schön, schön, schön. Die.
Na? Schubs, 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 schubs hin. Nicht Farbe ändern. Ich will das Boot ins Wasser haben. Hat so manchmal so ein bisschen mit dem Schubsen, so. Er lässt sich leider nicht immer so schubsen, wie ich es gerne hätte. Und das Boot sitzt hier echt Mist. Jetzt. Na, so bringt dann nichts. So fahre ich mich fest. Komm, irgendwo müssen wir nochmal schubsen können, oder? Ja, komm, hatten wir gerade. Ich jetzt. Ich hasse es, wenn es so weit auf dem Land steht. Farbe ändern, Platz nehmen will ich ja jetzt nicht. Kommen wir vielleicht so weg? Wahrscheinlich nicht, aber mal probieren. Nee. Ich krieg das Ding so nicht rum. Oder? Aua. Ich bei diesem Schubsen müssen sie nochmal beigehen. Taucht zu selten auf, aber wir haben es jetzt rumgekriegt. Sehr schön. Und wir fahren in die richtige Richtung, genau. Das ist so die Festung, die sehen wir schon da vorne. Da wollen wir hin. Da haben wir ein bisschen aufpassen, wo wir bei der Schule rumtauchen wollen, haben sie uns da schon aus Korn genommen, nur beim Auftauchen. Könnte also etwas problematisch werden. Diem, diem. Aber wenn die Schusswaffen haben, finden wir vielleicht auch noch ein bisschen Muni oder sowas. Mal gucken. Schlecht wäre es auf jeden Fall nicht. Die, die, die. So, jetzt ist nur die Frage, kommen wir hier mal rauf, ohne dass sie uns sehen? Ich glaube nicht, wenn ich das mal richtig sehe, gibt es hier nur einen einzigen Aufgang, ne? Seeschlangen Außenposten, alles Klärchen. Okay, probieren wir es erstmal hier, dass wir sie vielleicht lautlos irgendwie ein bisschen beseitigen. Kriegen wir es hin? Bevor wir jetzt die ganze Muni verschwinden. Ah. Die sind auf jeden Fall gut bewaffnet, die Jungs. So wird's aber nix, oder? Ne, die sind so weit weg, das kannst du knicken. Yo, 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 ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Jungs. Vielleicht kriegen wir den Herrn da ausgeschaltet. Mal gucken. Ausgeschaltet jetzt nicht wirklich, aber... Jetzt. Sehr schön. Knüppel schon wieder, neue Bulette, wunderbar. Das Außen sind sie zu doof zum Treppenlaufen, das ist doch schon mal was. Hier noch jemand? Oh, hätte mich nicht gewundert. Hätte mich echt nicht gewundert. Polizeiwache entdeckt, was? Ist die hier genau unter oder was? Loot den werden wir gleich, erstmal Gegner ausschalten. Alles Klärchen, hier unten scheint keiner mehr zu sein. Na, wer war wohl der Einzige hier unten? Den versuchen wir mal irgendwie hochzukommen, ohne dass sie uns gleich aus Korn nehmen. Oh, die Jungs sind leuchtempfindlich da oben. Auf wen schießt du? Kriegen wir ihn irgendwie von hier zu fassen? Nur verleucht? Die Pistole will ich erstmal aufbewahren für den Notfall. Komm, Junge, komm ins Schussfeld. Oder Mädel, hörte sich an wie eine Frau. Es ist eine Frau, oder? Du stehst aber gut da. Das ist sehr gut da. Ey, bleib doch stehen. Aber gute Rüstung haben die Jungs. So, den hätten wir ausgeschaltet. Da muss aber noch jemand sein, oder? Mal gut gucken.
Jo, 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 jo. Definitiv. Definitiv. Hier irgendwo. Oder war das weiter oben? Doch. Doch. Aue. Okay, unsere Rüstung ist gar nicht schlecht. Wir haben kaum Schaden bekommen bis jetzt. Aber die geht halt leider auch kaputt mit der Zeug, ne? Sehr schön. Den hätten wir auch ausgeschuldet, aber ich vermute mal, oben sind noch mehr Schwarzpulvermunition. Weil wir die Musik halt noch haben. Gefähr, mein Freund. Hier ist keiner mehr, dann ist garantiert hier oben noch, oder? Aue! Verdammt! Ich habe nicht gesehen, dass da noch ein zweiter ist. Den da hatte ich gesehen, aber den da nicht. Hier. Zeig dich, mein Freund. Zeig dich. Jetzt müsste man fliegen können. Schön aus der Luft wegflacken. Da ist noch einer, ne? Ja. Ja, ja, Entdeckung gehen, ne? Das haben wir gerne. Komm, steh auf. Der Kollege von der Seite dürfte mich eigentlich nicht sehen. Komm, zeig dich! Ah, das Problem ist, wenn ich jetzt einen anderen aus Korn nehme, geht garantiert er auf mich los. Vor allem, wie trifft er mich? Der hat nach oben geschossen. Gute Frage, wie die mich schießen. Eigentlich bin ich, wie die mich treffen. Ich bin eigentlich nicht in deren Schussfeld, aber okay. Das sind halt NPCs, ne? So weder nix. Und der dürfte mich auch nicht treffen, der Junge. Aber gut. Ruhe da. Das sind zwei. So, der hier oben dürfte mich nicht treffen. Der andere Kollege hat mich noch gar nicht bemerkt. Sag mal, Junge, hältst du jetzt mal still? Ich weiß, ich habe auch eine Pistole. Die hat mich eigentlich noch nicht bemerkt. Okay. Ah, die sind schlimm. Bleib doch mal im Schussfeld. So, den hätten wir ausgeschuldet. Bück dich mal. Okay, jetzt hat er mich bemerkt. Na, 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 na. Bleibst du mir wohl vom Leib, mein Freund? Schön. Hat nix. So, und dich, mein Freund, kriegen wir da auch noch. Ich glaube nicht, dass ich von hier unten durchschießen kann, oder? Ich meine, man könnte es mal probieren. Glaube ich aber nicht. Nein. Wäre ja auch zu einfach. Okay. Dich kriegen wir aber auch noch, mein Freund. Dich kriegen wir auch noch. Du müsstest eh schon Schaden gekriegt haben. Jo. Sag ich doch. Schön, das wohnen alle, ne? Eigentlich sehr gut. Halbes Leben verloren, ja, Rüstung leicht beschädigt. Aber ich glaube, mit der anderen Rüstung wären wir tot gewesen. Lief sehr gut. Das waren die Plünderer. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir fangen auch oben an und arbeiten uns systematisch nach unten mit dem Looten. Schrott kann man immer gebrauchen. Ist hier noch was drinnen? Jo. Tiki, Magazin, hochwertiges Parfüm, Schaukelpferd, Dortscheibe, Oles Klärchen. Den kannst du, glaube ich, lehnen. Okay, das kann man hier ja innen auseinandernehmen. Ich werde mich jetzt nicht heilen, weil mehr Gegner dürfen hier nicht sein und das heilt sich ja über Nacht und durchs Essen. Gut. Aber wie gesagt, Pistole wollte ich mal aufheben für Notfall. Noch geht's ja mit der Armbrust.
Wunderbärchen. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Da wollen wir auch noch hin. Ich glaube, da nehmen wir als nächstes. Da kriegen wir vielleicht ein bisschen Guba. Noch Platz? Oh, nicht allzu viel, aber wir haben noch Platz. Nimm mit. Ist eh nur Schrott. Jo, hat doch noch gepasst. Dann nehmen wir ein bisschen Gummli mit. So, und den müssten wir aber auch einmal ein paar Holz noch rein. Ja, ja, den nehmen wir noch mit. Aber den müssen wir einmal zum Boot. Schön, schön. Ja, komm, den Stützpunkt kriegen wir hier schon ausgeräubert. Alles kein Problem. Jetzt können wir auch den offiziellen Weg hier gehen. Jetzt ist es alles kein Problem mehr. Passt doch. Gut. Dann lassen wir rein da. Rin. Ja, ich müsste auch unbedingt mal zum Händler wegen. Verkaufskram, das wird immer mehr. Die beholen wir, das geht natürlich alles rin. Dankeschön, wieder rauf da. Essen kannst du übrigens auch mal was, mein Freund. Ess den, trink den. Guck mal, füllt mich auch ein bisschen Leben mit auf. Lass mal hoch hier. Gut, da oben hatten wir, glaube ich, alles. Das war, wo wir den hier getötet haben, ne? Ich verliere immer so schnell den Überblick. Ja, ja. Aber hier drinnen müssen wir unbedingt noch. Erstmal den da. Im Safe sind meistens gute Sachen. So, runder Glastisch. Nochmal ein Zippo und Tanktop Bay. Ja gut, hat nur eine Rüstung. Schade, dass die gut aussehenden Teile immer so wenig Rüstung haben. Den lernen wir. Ich komme jetzt zerknibbeln, mein Freund. Dich genauso. Gib gut Leder. So, und hier hotten wir alles, ne? Hier, jo, dann geht's ein weiter runter. Und da ist nichts, ne? Nein. Ja, Stück für Stück. Denn auf diese Etage. Hier können wir auf jeden Fall noch einmal den Schrank looten. Was habe ich da gelootet? Nicht den Schrank. Keine Ahnung. Ah, kaputte GP20. Siehst du mal. Mal wieder. Shirt C. Slipper A. Und Minirock Rot. Das ist gleich. Gut, unsere Hose hat eh nur eins. Immer aus Interesse. Wir bleiben bei Hose. Okay, hier gibt es noch was zu trinken. Das ist sehr schön. Das Bett nehmen wir natürlich auch mit. Wunderbar. Ja, auch Rüstung können wir jederzeit zu Hause reparieren. Das ist ja kein Problem. Ich glaube, hier stand ein Fass, was wir durch die Wand gelootet haben. Der geht nicht? Nö. Gut, wir sehen. Boah, 63%, aber. Unten ist ja auch noch. Hier oben haben wir auch, glaube ich, alles. Da ist noch das Kistchen und so. Ich muss aber einmal kurz zum Boot. Dedim. Ippala. So, Pogrin. Schrottpost ja eh noch. Die müssen drin. Der muss drin. Der muss drin. Jetzt ist voll. Kriegen wir noch irgendwas drin? Das? Leider nicht. Das nicht. Das ebenfalls nicht. Waffe soll ja eh nicht. Holz passt definitiv nicht mehr alles. Nein. Okay. Was dort nehmen wir noch mit? Schön. Dich auf jeden Fall auch, mein Freund. Auch wenn wir Schrott jetzt nicht mehr so dringend brauchen, aber mitnehmen tue ich es trotzdem. Und solche Sachen sowieso immer. Dankeschön. So, hier haben wir auch nochmal ein bisschen Pistolenmuni. Sehr gut. Und nochmal Waffenteule. So, das war Gummi. Und wir sind jetzt bei 89% erst. Was habe ich denn übersehen? Na gut, hier ist noch ein Fass, aber das sind ja keine 11%. Shirt D. Mann, ist Shirt D hässlich. 95% irgendwas muss ich übersehen haben. Hier sind etwas. Hier ist aber nichts. Hier unter vielleicht irgendwas? Nein.
Okelidokeli. Moment. Der Stuhl ging ja nicht, ne? Die hier war auch nichts mehr. Die Matratze ging ja auch nicht, oder? Nein. Zumindest die Gegnerstützpunkte kriegt man in der Regel auf 100%. Es sei denn, da ist was buggy. Was natürlich möglich ist, aber ich nicht glaube. So, hier drin haben wir auch nichts. Ich sehe hier aber nichts, ehrlich gesagt. Auf dem Dach ist auch nichts. Der haben wir gelootet, der verschwindet bloß nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier übersehen habe. Ich sehe hier auf jeden Fall nichts mehr. Es kann natürlich sein, dass hier im Wasser was unter ist. Das will ich nicht abstreiten. Das ist die einzige Möglichkeit, die eigentlich noch bleibt, ne? Ansonsten haben wir hier ja alles weggeludet. Aber hier unter ist definitiv nichts. Ich meine, das kann natürlich auch wieder irgendeine Tür sein, aber ich habe auch keine Tür gesehen, die man weghauen kann. Die hier gehen nicht, oder? Nein. Und der da, der geht auch nicht. Okay. Das geht ebenfalls nicht. Hier oben fleucht irgendwas? Nö. Da vielleicht was drauf? Nein. Ich habe keine Ahnung. Okay, gehen wir mal kurz zum Boot und dann gucken wir hier nochmal im Wasser. Was da vielleicht noch ein Teil ist oder so. Dann kriegen wir noch irgendwas rein. Die drei passen noch, ne? Ejo, aber ansonsten... Die passen nicht. Klebeband passen nicht. Stoff passt noch. Gummi passt auch. Sehr schön. Ein bisschen Platz zumindest. Benzin passt noch. Aber das war's denn jetzt auch. Hier ist definitiv nichts im Wasser. Memme. Das da gehört ja zur Schule. Was hab ich denn übersehen? Oder liegt das wieder daran, weil das Ding oben nicht verschwunden ist, dass das deswegen nicht als gelootet zählt? Aber raus und können wir dann nichts mehr. Wäre nämlich auch möglich. So, gut, dann laufe ich jetzt hier noch einmal alles ab. Und wenn wir den nichts finden, dann gehen wir nach Hause. Irgendwie mag mich doch so mich kirre machen, wenn nicht alles hier gelootet ist. So, hier ist definitiv auch nichts mehr, nö. Gut, hier ist ja nichts mehr. Ich sehe zumindest nichts. Auch oben nicht oder so. Hier kann man ja auch nichts looten. Hier drinnen noch einmal gucken. Nein, okay. Hier oben nochmal. Hier kann man ja auch einmal. Ah, an den Seiten ist auch nichts. Das geht nicht. Hier ist nichts. Ich vermute mal, das ist das Ding hier, weil das nicht verschwindet. Aber gelootet haben wir es. Ist ja alles noch nicht so hundertprozentig hier. Okay, wir fahren nach Hause. Einmal runter hier, wo... Hier ist ja nun wirklich nichts mehr. Schön, Ding. Lass uns mal los. Nein. Wir fahren nach Hause. Wir sind sowieso rabbelvoll. Darauf. Gut, dann haben wir den hier auch erstmal geklärt. Als nächstes wird die Insel dran. Ich vermute mal, da kriegen wir Kupfer. Aber jetzt erstmal nach Hause. 95% kann man sich ja jetzt auch nicht beschweren. Und Polizeiwache könnte ich mir vorstellen, dass wir da viel Muni und so finden. Bin mir da jetzt aber auch nicht so sicher. Aber das würde sich zumindest anbieten in der Polizeiwache. Aber trotzdem, jetzt geht es Richtung Orbit.
Wir können ja zu Hause auch noch Angriffe kriegen. Rüstung einmal reparieren, Lehm füllt sich beim Schlafen wieder auf, passt also alles. Beziehungsweise beim Essen. Also alles in bester Ordnung. Und ja, ich weiß auch, dass wir nicht jeden Tag schlafen müssen. Ich mache das aber gerne, um die Nacht zu überspringen, weil die Nacht halt so stockdunkel ist. So. Wir kriegen bestimmt noch irgendwas aus der Truhe ins Inventar, kriegen wir nicht. Oder? Ich hab's, glaube ich, gerade verwechselt. Ja, das hier ist ja mein Rucksack. So, den nimm mit. Packen wir erstmal weg. Einmal zum Reparaturdingsbums. Räumen den Vieh kaputt. Einmal hoch. So, den gucken wir erstmal bei den Klamottis. Ja, aber den Deko wollte ich nicht gucken. Klamottis. Okay, den haben wir definitiv nicht drin. Den Rock haben wir nicht drin. Und das hässliche Fusselding haben wir auch nicht drin. Hier definitiv auch nicht. Den kommt das alles in die Klamottenkiste. Gut. Den Orma. Hier ist noch leer. Hier kommt definitiv die Waffenteule wieder drin. Da kommen auf jeden Fall die Komponentis. Das gehört da mit drin. Leder gehört mit drin. Haben wir aber auch gut mittlerweile. Holz kommt eh runter. Das kommt in die Verkaufskiste. Das kommt runter. Hier, der gehört noch drin. Und die, das packen wir jetzt alles hier mit rein. Obwohl, wir haben ja ein Fass leer, ne? Das hier ist Waffen. Das hier machen wir zu Rüstungsteilen. Jo. Den Prostat. Gut, den lass mich auch mal zum Schrott hin, mein Freund. Schrotti, Schrotti, bitte. Holz kannst du auch mit reinpacken. Einmal hier Verkaufsgedöns. Ne, du nicht. Der da. Vogeln. Ja, wo habe ich die Vogeln mit drin? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die haben wir oben irgendwo. Holen wir erstmal. Noch was aus der Dröhe, bevor sie uns hier was kaputt machen. Gut, 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 gut. So, erstmal ein bisschen Schrott noch. Hier, back raus. Dankeschön. Holz hat auch noch ein bisschen. Hau rein. Dann haben wir noch ein Magazin. Das geht sowieso in den Verkauf. Schuhe, das muss ich gleich mal gucken. Deko muss ich auch gleich mal gucken. Da bin ich mir nicht sicher. Hier, das geht ja noch rein. Genauso wie ich da gucken muss. Ihr sehen. Mal wieder ein paar Buletten. Die Buletten gehen natürlich auch hier drin. Ist ja nur eine. So, warte mal. Fackeln hatten wir mal nicht hier irgendwo. Jo. Hier, den hau die da mal drin. Den gucken wir noch einmal. So, Slipper A. Slipper A haben wir hier auf jeden Fall nicht drin. Und da... haben wir auch nichts mit Slipper. Das heißt, die gehen wir da drin. Mehr Klamottis haben wir nicht. Und Deko. Schaukelpferd. Sieht nicht so aus, ne? Nein, das wird es nicht runterfallen. Den haben wir da auch nicht. So sieht man es am besten. Man kann es ja wieder aufsammeln. Und hier definitiv auch nicht. Gut. Dann hau rein die zwei Sachen. Hier kommt auf jeden Fall noch das gute Benzin rein. Benzin haben wir nicht sehr gut angesammelt. Gummi ist extra. Stoff ist extra. Alles Klärchen. Hier ist Stoff. Da Gummi. Das geht noch runter. Na, runter, sagte ich. Das geht drüben rein. Okay, dann haben wir ja so gut wie alles. So, hier. Domen drin. Die Schwarzpulvermunition brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Was hast du? Den kannst du trinken. Genauso wie du mal einen hier von essen kannst. So, den gehen wir mal noch einmal zum Bötchen. Nicht schubsi, die folgt an die Tube. Die zwei sind ja verkauft. Gut, den holen wir das hier. Wir wollen heute mal ein paar Minütchen länger, aber mittendrin abbrechen ist nicht. Das ist sehr schön. Gut. Ich weiß, ich bin im Moment komplett vollgewühlt hier.
Aber das geht so. Ist halt, die Leiste unten ist halt zu klein. Ne? Ich hätte gerne alles unten in der Leiste. Aber es gibt sie schon irgendwann. Gut, wir werden trotzdem beim nächsten Mal, denke ich, hier oben zur Insel gehen. Ich glaube, die ist das. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Die Zeitwache werden wir auch machen, aber erstmal die Insel, weil ich Kupfer brauche. Und zwar dringend. Oder das werden wir schnell hinkriegen. Finden wir den Schlorf hin? Ah, noch nicht ganz. Müsste aber auch gleich soweit sein. Alles gleich. Gut. Bevor der Woche am Ende, lege ich mich gleich schlafen, sobald es hier geht. Müsste ich in einem Blick soweit sein. Und dann können wir am nächsten Morgen mich gleich frisch losstarten zur Insel. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.